Tja, also statt hier massiv Heilpflanzen zu finden, habe ich dummerweise eher immer wieder Gegnergruppen gefunden. Deshalb würde ich sagen, zögere ich das jetzt hier nicht so lange heraus. Hier ist allerdings gerade ein Datapad. Schauen wir mal rein. Hier, ich bin gerade zurückgekommen. Ho Chi Minh-Stadt ist gefallen. Ich bin gerade so rausgekommen. Zwei Drittel der Brigade nicht. Ich zog mich über das QL1K nach Binhua zurück. Mit haufenweise dieser miesen Kakerlakenschweine auf den Fersen. Ich habe die ganze Zeit Granaten abgefeuert und bestimmt 15 von ihnen erwischt. Ich war so im Rausch, dass Blue meine Hände vom Abzug losmachen und mich aus dem DEW-Geschütz ziehen musste, als wir den Landeplatz erreichten. Dann trug er mich ins Word. Ich konnte nicht aufhören zu schreien und dann heben die Words ab und wir werden beschossen. Nicht von den Bots, sondern von einer vietnamesischen Batterie. Der befehlshabende Offizier nannte es Friendly Fire, aber das ist Quatsch. Sie waren sauer, weil wir uns davon machten und sie da bleiben mussten. Oh mein Gott. Und jetzt sind wir wieder in den USA und er spricht von einem bedingten Erfolg, weil wir die Bots ein paar Tage lang aufhalten konnten. Und dass es Zeit ist, dass wir Zero Dawn. Und dass es Zeit ist. Was? Was Zero Dawn braucht. Ach so. Er sagt. Ab morgen haben wir eine neue Mission, oh mein Gott. Okay, hier taucht jetzt zum ersten Mal der Begriff Zero Dawn auf, soweit ich das gesehen habe. Dann spielt der in dieser Welt eine Rolle. Dann heißt es nicht einfach nur so Horizon Zero Dawn, sondern es gibt einen Grund, warum das so heißt. Okay, ja krass. Cool. I wanna know more. Aber ich hätte auch gerne mehr Gesundheit. Zero Dawn klingt wie ein Projekt. Das heißt, sie bräuchten mehr Zeit. Und Woods, es geht ja auch. roots and trunks. Und es geht ja auch irgendwie um Weltuntergang. Vielleicht war das irgendein Projekt, um die Menschheit irgendwie zu retten oder so. Was ist jetzt mit dem Himmel los? Ah, nee, mit denen wollte ich mich nicht anlegen. Easy, easy. Ah, hier gibt es nochmal ein bisschen Gesundheit. Brutstätte Zeta. Hier sind diese Alarmdinger. Alarmauslöser. Wenn ich mich da zu sehr nähere, dann werden die gezündet. For later. Oder sind welche von den Getarnten? Okay, Aloy, now what? Das haben die da unten aber noch nicht mitbekommen. Der Körper ist gegen Blitz empfindlich, also gegen Elektrizität. Die anderen eher gegen Abschlag. Ist hier etwa ein geheimer Eingang? Look up below. Oder ist das überhaupt nur der Eingang? Vielleicht ist der Vordereingang, da ist ja mein Energieschild davor, gar nichts betreten. Ja, ist wahrscheinlich der richtige Eingang.
Truhe. Nächste Brutstätte. Ich freue mich. Ein bisschen Heilmaterial gibt es hier auch. Die sehen so geil aus. Vielleicht ist das Zero Dawn Projekt irgendwie so ein Archer-Projekt oder sowas in der Richtung. Und auch das komische Ding, was sie da in den Bergen gebaut haben, wo er ja dann dieser Eternity-Technologie helfen sollte oder dazu Fragen beantworten sollte. Das könnte ja eventuell alles irgendwie ein bisschen in die Richtung schlagen, dass wir also irgendwas erhalten wollen. Aber warum es nur diese Dings gibt, die Roboter-Dinos, das ist dann nochmal eine andere Frage. Oder das war hier so ein Testgelände. Ich meine, das Gebiet ist ja jetzt nicht unendlich groß. Kann auch sein, dass das hier nur so eine Testumgebung war. Und es die Dinger gar nicht überall auf der Welt gibt. Oder dass das irgendwie eine KI angefangen hat, da selbstständig Zeug zu entwickeln. Also irgendwie keine Befehle mehr bekommen hat oder so. Wer weiß. Ah, aber jetzt ist die Gesundheit wieder voll. Passt. Can't override you yet. Is there more I can learn from the cauldrons? Scheiße, ein Donnerkiefer. Der hat keine Schwäche. Na gut, man kann versuchen, die Sachen abzuschießen. Fuck. Das macht zumindest Schaden. Das macht den meisten Schaden und verlangsamt auch ein bisschen. Naja. Nicht unbedingt ideale Voraussetzungen, aber man kann es sich ja nicht immer aussuchen. Und noch wird er gebaut. Wird man überschreiben können, das ist ja der Wahnsinn. Wie krass das einfach ist. Wie krass die aussehen. Sagen muss man erst irgendwie doch durch die Anlage durch, um irgendwas zu aktivieren. Was man hätte machen können.
her, der hat irgendein Raketenabwehrsystem. Scheiß. Fallen sind gar nicht so eine schlechte Idee. Ausgesetzt, man hat genug davon. Gotcha. Woo. Nicht schlecht, Herr Specht. Doch ganz gut funktioniert. Dank der Fallen. Das Aufladen von Fallen und Bogen ist immer ein bisschen schwierig. Ach, hier wäre auch nochmal... das gewesen? Scheiße. Hab ich zu spät gesehen. Hier so Pfeil und von Bogen aufladen ist insofern ein bisschen schwierig, als dass man dafür ganz schön viel Zeit braucht. Und die in der Hitze des Gefechts eher nicht so wirklich zur Verfügung steht. Aber die Fallen und vor allen Dingen auch das Hochspringen. Habe ich jetzt eben gerade erst wieder gemerkt, dass das echt ganz nützlich ist. Wie gut das ineinander greift. Also das Licht und so, das ganze Design, also wie aus einem Guss das alles wirkt. Ach, hier wäre auch noch mal ein bisschen Medizin gewesen. Naja, nicht so schlimm. Sogar noch mehr Medizin. Ah!
Lernen, lernen, Popernen. Dankeschön. There we go. Information to help me override more machines. So geil, wie das, wie die Leiche dann oder das, die Überreste von den Viehern runterrutschen so langsam. War cool. Ist hier noch irgendwo? Komm, 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 komm. Ha! Wunderbar. Na, wenn das nicht was wert war, fehlt zwar schon wieder 2 Fähigkeitspunkte. Hat sich doch gelohnt. Und man kann diese großen Viecher überschreiben, nicht schlecht. Baue ich mir bald meine eigene Armee von Kampfdinos zusammen. Dann wollen wir mal sehen, was ihr hier dagegen halten könnt. Ich müsste mal so einen Dino mitnehmen in so ein Räubercamp. So, guten Morgen. Schön, euch zu treffen. Ich mache euch mal eben platt. So, dann schauen wir doch mal. Wo gehen wir denn lang? Wir gehen jetzt als nächstes, zack, zu ihm da oben. Dust won't stop blowing. On to me. Wie war das? Gegen was sind die empfindlich? Allgemein gegen... Sie haben keine Schwäche. Und das sind alles nur Abrisssachen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Darf ich doch auch mal, oder? Naja, war nicht unbedingt die feine englische Art, aber hat funktioniert. Beschweren wir uns mal nicht.
So, und der Verrückte wollte das Blut von einem Sägezahn, ne? Ich glaube, das war die Geschichte. Da hinten in den Canyons. Hier scheint später auch noch irgendwie eine größere Anlage zu sein. Irgendwas qualmt da. Eine kleine Stadt oder sowas. Ah, dann könnten wir theoretisch hier drüben mal kurz schauen, ob wir nicht die verdorbene Area hier mitnehmen können. Wo ist denn das? Ist doch... Hier drüben ist das. Ja. Und werde eh lang kommen. Ey, dann clearen wir hier alles aus. Schon da drüben? Nee, das ist noch an diesem kleinen Zipfel da drüben vorbei. Mit den beiden Spindchen wollen wir uns jetzt mal nicht anlegen, mit den Panzerwanderern. Kostet nur wieder Ressourcen. Aber wir gehen mal hier durchs Wasser. Genau, hier rüber. Hier auf dem Gebiet müsste das jetzt sein. Ich glaube, hier bin ich auch letztens, als ich so völlig überrannt wurde. Ich glaube, das war hier auf der Höhe. Da bin ich mit dem Pferdeersatz hierher geritten. The fuck are you? Steinbrecher, aha. Gegen Eis. Abriss und. Also Eis und Abriss, okay. Na, ihr seht ja lustig aus. Was für ein geiler Scheiß. What the? Was ist denn hier los? Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Ey Leute, wenn ich mich mit so einem großen Vieh anlege, müsst ihr natürlich auch noch mitmischen, oder? Das war ja wohl voll notwendig. Was ist denn das bitte? Ich hab zwei davon an der Backe? Was mache ich denn gegen sowas? Ja, sterben. Offensichtlich sterben wäre die Antwort gewesen. Scheiße. Was ist denn... Also, welches Kraut soll denn dagegen gewachsen sein? Shit. Naja. Gute Gelegenheit, hier eine Pause zu machen. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.